Hallo. Mal wieder durch diese Tür gehen. Das wünschen sich wohl viele Duisburgerinnen und Duisburger. Denn die Eröffnung des ehemaligen Grammatikhofs am Dellplatz wird förmlich herbeigesehnt. Und das neue Bora nimmt auch langsam Form an. Und sogar mehr als das. Mittlerweile kann man sich richtig vorstellen, hier sein Feierabendbierchen zu trinken. Also wir sind Endspurt. Die GEBAG ist bald durch und dann kommt mein Part oder unser Part von mir und meinem Team. Und wir brauchen auch noch ein bisschen, aber wir sehen zumindest schon mal das Licht am Ende des Tunnels. Ich freue mich tierisch darauf und bin auch froh, wenn die Baustelle letztendlich Ende ist und wir dann auch alle gemeinsam hier sitzen können und auch unsere Arbeit hier genießen können. Zusammen mit Helder Fernandes, Abteilungsleiter Instandhaltung und Modernisierung bei der Duisburger GEBAG, hat Bora Erdogan in den letzten 2 Jahren ordentlich am und im Gebäude geschraubt und gewerkelt. Denn seit 1998 wurde hier nicht mehr saniert. Und das konnte man leider sehen und spüren. Wir haben ein neues Brandschutzkonzept erstellen müssen. Wir haben die komplette Gebäudetechnik hier erneuert, auch Zuleitungen. Ich hatte ja auch gerade gesagt, wir haben kilometerlange Trassen, Elektrotrassen installiert. Die Treppenhäuser als solches saniert. Wir haben natürlich auch energieeffiziente Lampen, sprich LED-Beleuchtung eingesetzt und sind in dem einen oder anderen Fall dem Herrn Erdogan, entgegengekommen in dem Bereich der Wünsche. Neben Teakholz und Naturstein an den Wänden wurde der Barbereich auch barrierefrei. Bei unserem ersten Besuch vor genau 2 Jahren sah das Ganze noch etwas anders aus. Doch jetzt erstrahlt die Bar im neuen Glanz, auch wenn noch nicht alles fertig ist. Anders als die sanitären Anlagen, die sind schon fertig. Auch das Treppenhaus wurde grunderneuert, ohne die Historie zu verletzen. Und natürlich der große Tanzsaal. Hier sollen schon bald neueste Licht- und Soundtechnik, eine LED-Wand und ein robuster Boden die Partygäste und Konzertbesucher begeistern. Die Fortschritte sind deutlich zu erkennen. Also wir hatten hier einige Meilensteine. Also wir haben das ganze Gebäude auf links gedreht, also quasi alles erneuert und machen jetzt alles digital, alles mit LED und bewegenden Elementen. Und da kommen noch ein paar Highlights auf die Leute zu. Es wird bunt, glaube ich. Es wird schön groß. Es wird, glaube ich, ganz gut. Es gibt viel zu sehen. Aber so wie man das heute auch von, guten Läden erwartet. Denn darum geht es, eine neue Adresse für Duisburg zu schaffen. Auch der GEBAG ist daran gelegen, denn der Standort ist an ein Konzept geknüpft. Der Konzerte und Partys, aber auch Spieleabende und Kulturangebote für unterschiedliche Zielgruppen schafft. Wichtig ist, dass wir hier wieder eine Adresse schaffen, dass wir dem Herrn Erdogan eine Basis liefern, um hier am Ende des Tages nachhaltig auch Erfolg zu fahren. Und da sind wir natürlich auch als Wohnungsbaugesellschaft daran interessiert, einen vernünftigen Partner zu gewinnen und gewonnen zu haben, der hier, mit seinem Konzept erfolgreich ist. In 2 Wochen schon soll es zur Schlüsselübergabe kommen. Von Verpächter GEBAG an Pächter Bora Erdogan. Und wann wird eröffnet? Bora gibt einen Ausblick. Also angestrebt ist der Sommer, weil wir auch im September schon volles Programm haben. Und wir wollen natürlich gerne vorher starten, ein bisschen was vom Sommer mitnehmen. Aber wir brauchen auch noch ein paar Tage. Ich glaube, wir müssen am Anfang auch gucken, wo liegen noch Verbesserungssachen. Dafür werden wir auch ein Jahr brauchen, auch wenn auf Hinblick darauf, dass wenn wir jetzt Künstler buchen wollen, haben die ja ihre Tournee ja schon gebucht. Das heißt, wir brauchen ja auch ungefähr ein Jahr Vorlaufzeit, um für die Buchung da voranzukommen. Ja, ich glaube, wir werden in 5 Jahren eine feste Größe mit gute Auslastung und ich glaube, da wird dann für alle was dabei sein. Ein wenig gedulden müssen wir uns also schon noch. Gut Ding will ja bekanntlich Weile haben. Wenn nichts mehr schief geht und alles pünktlich geliefert wird, dann hat Duisburg endlich einen Ausgehstandort mehr in der Stadt.